momentan mein Training aus. Wenn ihr auch zu Hause ein bisschen was machen möchtet und keine Puttmatte habt, dann habe ich jetzt einen Tipp für euch. Ihr braucht nur euren Putter, ein paar Bälle, ein Loch, ein ausgeschnittenes Loch in Originalgröße und zwei Gegenstände. Ich habe jetzt zwei Bücher genommen. Das Konzept der Übung ist, ihr habt einen Startpunkt, ein Tor, durch das der Ball durch muss und ein Loch am Ende, wo der Ball natürlich landet. Die Übung dient dazu, eure Startlinie zu korrigieren und zu trainieren. Schafft ihr es also, den Ball richtig auszurichten und durchs Tor zu spielen, wird er am Ende reingehen. Und so sieht das Ganze aus. So, jetzt habt ihr gesehen, wie das Ganze aussieht. Ihr könnt euch die Übung unterschiedlich schwer machen. Sie wird schwieriger, indem ihr das Tor näher zum Loch bewegt und enger zusammenbringt. Und sie wird einfacher, wenn ihr das Tor näher zum Startpunkt, also zu eurem Ball bringt und ein bisschen weiter auseinander. Ich habe jetzt noch, wie ihr gesehen habt, mir die Hälfte des Balls mit Edding angemalt. Das dient dazu, dass ich einfach nochmal ein bisschen mehr Feedback bekomme, wie ich den Ball ins Laufen bringe. Also wenn ich den nicht nur gerade starte, sondern auch gut rolle, dann wird der Ball einfach gerade laufen. Wenn ich ihn ein bisschen anschnippel, dann wird der Ball eiern. Und das werdet ihr relativ schnell sehen. Mein Ziel ist es bei der Übung, 18 Putts in Folge zu lochen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit und bleibt gesund.